Hallo Leute und willkommen zurück zu Emily's Hopes and Fears. In der letzten Folge ist die liebe Paige schon krank geworden und ich möchte nochmal ganz schnell eben hier reingucken. Was ist das denn? Paige Geschenkeraum. Paige's Geschenkeraum. Willkommen in Paige's Geschenkeraum. Hier kannst du die Diamanten ausgeben, die du durch den erfolgreichen Abschluss von Herausforderungen erhältst und Paige die Geschenke geben. Ach, schön. Was haben wir denn hier so? Was kostet denn 5? Das hier würde 5 kosten. Das kaufen wir doch direkt mal. Und? Was ist es? Ach, wie süß. Wie heißt sie nochmal? Shanika, ne? Eine Ankleide-Shanika. Ich werde gut auf dich aufpassen, Shanika. Okay. Gut. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit der ersten Prüfung in diesem Let's Play. Zerbrechliches Tablett. Arbeite mit einem langsam zerbrechenden Tablett. Okay, das ist ja hoffentlich nicht so das Problem. Wir haben jetzt hier einen Fruchtlutscher und die Halona-Melone. Okay, können wir uns irgendwas leisten? Oh, wir haben ja 500. Ach, wie cool. Ich würde sagen, wir verbessern erstmal den Platz. Was macht der Mülleimer? Kunden bezahlen mehr, wenn das Restaurant sauber ist. Vielleicht werfen sie jetzt sogar ihren Abfall hinein. Das will ich doch hoffen. So, dann legen wir los. Wir brauchen 875 Punkte. Okay, noch haben wir ja ein relativ großes Tablett. Das ist wunderbar. Und ihr möchtet, wo ist denn das? Ah, das muss, alles klar, das muss jetzt gegrillt werden, ne? Wie lange dauert das? Oh ja, doch schon ein bisschen. Okay, okay. So, was haben wir freigeschaltet? Käsechips. Ah, okay. So, dann sind die hier für dich. Bitteschön. Du hast ja leider, glaube ich, nicht ganz so viel Zeit, ne? Beziehungsweise Geduld normal. Deshalb habe ich das schon mal abkassiert. Ach, Edward, du könntest mal dahin gehen. So, dann schnappe ich mir hier schon mal den Keks. Oh, da ist das Tablett schon ein bisschen zerbrochen. Aber gut, das schaffen wir auch so, hoffentlich. Ihr bekommt die Chips und das hier. Hier kassieren wir mal eben, wenn wir gerade schon auf dem Weg sind. Und Edward, dich schicke ich auch direkt hier oben hin. François räumt hier auf. Und falls sie das hier möchte, ich weiß gerade gar nicht, was es ist. Ist es ein Stockbrot? Ist es Fleisch? Nee, es ist Fleisch, glaube ich, ne? Das möchtest du auch direkt. Na, super, dann gebe ich dir das doch. So, soll ich direkt noch was drauflegen? Falls die Seniorin auch noch was möchte, dann entscheide dich jetzt. Nein, 2 Cookies, dann können wir es ruhig verbrennen lassen. So, François geht aufräumen. Was haben wir freigeschaltet? Schokolade. Ah, Suki. So, du möchtest den Cookie und die Melone. Bitte sehr. So, auch abkassieren. Und Edward, du gehst hier hin und musizierst ein bisschen. So, das ist jetzt verbrannt. Was ist damit? Wenn ich direkt noch ein neues draufschmeiße, möchten die das vielleicht haben oder nicht so gerne? Los, entscheidet euch. Ja, ihr möchtet das. Bitteschön. So, nur noch, wow, nur noch 3 Plätze. Okay, du möchtest auch eins und einmal die Chips. Alles klar, sind ja zum Glück noch aufgefüllt. So, dann komm mal mit und dann müssen wir gucken, dass wir hier die Punktzahl zusammenkriegen, ne? Ah, ja, ja, 530. Ja, müssen wir schauen. So, nur noch 2 Plätze. Okay, ich kassiere aber direkt. Es könnten jetzt noch ein paar mehr Gäste kommen, genau. Sonst wird es vielleicht ein wenig schwierig. Du möchtest das und das. Dann haben wir eine Kombo. Und François geht wieder aufräumen. So, 2 Plätze. Bleibt es bei 2? Nee, ne? Es geht vermutlich noch runter. Das hätte ich vorher schon anstellen sollen. Edward, du kannst erstmal hier hingehen. Und dann nehmen wir das hier mit. Und dann bringen wir Edward da oben hin. Dann bekommt ihr einmal das. Und jetzt kann ich es leider nicht sehen. Ich glaube, es war ein Cookie, oder? Nein, es war die Melone. Alles klar, dann kommt der Cookie weg und das kommt wieder hin. Genau, dann bekommt ihr das. Dann hauen wir noch eins drauf. Und haben schon wieder was freigeschaltet. Mann, flaches Steak. Okay, nee, 2 solltest du gar nicht drauf tun, aber ist schon in Ordnung. Oh, er hat schon Herz verloren. Ach, Manu. Oh, habe ich dir das gar nicht gegeben? Das tut mir leid. So, bitteschön, dann bekommst du das. 2, ach so, ich kann jetzt nur 1. Oh, Mist. Kriegen wir es trotzdem noch hin? 800, ja, das kriegen wir noch hin. Sehr schön. Ich hau mal eben das hier drauf. Das möchtest du auch. So, bitteschön. Dann wird schon mal, nee, abkassiert wird noch gar nicht. Dann kannst du jetzt aber warten. Dann kassieren wir jetzt ab. Juhu, noch geschafft. Und da oben, der Dreck bleibt einfach mal, ach nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, der bleibt einfach mal liegen, aber nein, und zwar war schon auf dem Weg. So, Leute, ich bin so gespannt, wie es jetzt hier mit Paige weitergeht. Bediene 2 begeisterte Kunden jeder Kundenart. Alles klar. Schätzchen, hast du Großvaters Tagebuch gesehen? Ich dachte, ich habe es hier liegen lassen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe Paige Zimmer eben aufgeräumt. Jetzt ist keine Zeit für Märchen. Paige schläft und die Ärzte sind gleich da. Käsechips, ja, und das flache Steak und die Schokolade und den Zitronensaft. Wow. Können wir uns was leisten? 100? Nein. Okay.
François, ich brauche deine Hilfe. Hilfst du mir bitte, Großvaters Tagebuch zu suchen? Ich brauche das Tagebuch, es wird Paige helfen. Das ist nicht mal das Seltsamste, was ich heute gehört habe. Ich suche mit. Das bedeutet, er kann nicht aufräumen helfen? Oder wie darf ich das verstehen? Ja, er ist weg. Okay, bediene zwei begeisterte Kunden jeder Kundenart. Alles klar. Gut, bin ich gespannt. Ihr bekommt erstmal das, dann die Käsechips und dann den, was war das? Zitronensaft, ne? Zitronensaft oder Zitronenlimo? Auf jeden Fall Zitrone. So, Karotten freigeschaltet. Okay, du bekommst auch den Zitronensaft. Und da unten den bunten Cookie. So, bitteschön. Also ihr wart jetzt schon begeistert, ne? Er war auch begeistert. So, Edward, ich könnte dich eigentlich mal hier hinschicken. Und gleich auch noch da oben hin. So, dann haben wir da noch zwei Kinder. Ihr bekommt das hier und die Melone. Bitteschön. Da wird abgeräumt. Kassiere ich hier schon? Ich glaube, ja. Ah, nee, ich muss jetzt abräumen. Stimmt, das muss ich mit einplanen. Das muss ich ja mit einplanen. Da hätte ich rein theoretisch noch kurz warten können und eine Kombo gehabt, aber... Naja, okay. Oh, Karl, da oben bist du im Baum. Boah, ich finde das mit den Glühbirnen hier so schön, ne? Das finde ich echt gut. Die Glühbirnen einfach so im Baum, die so runterhängen. So, da wird abgeräumt. Ich hoffe, der Junge kann noch einen Moment warten. Je nachdem, möchte er vielleicht das Fleisch? Nein, natürlich nicht. Das war jetzt auch sinnfrei. Junge, Junge, hab Geduld, sonst kassiere ich eben. Na gut, das hat es nicht mehr gebracht. Das hat es leider nicht mehr gebracht. Das Fleisch ist auch verbrannt. Manu. So, das aber für dich. Welche begeisterten Kunden brauche ich denn jetzt überhaupt noch? Brauche ich noch die Yuppies? Brauche ich noch die Senioren? Ich weiß es nicht. Oder noch die Kinder. Wahrscheinlich die Kinder, ne? So, Fleisch mal eben kurz draufhauen, falls jetzt zufällig jemand was möchte. Hier mal eben fix auffüllen. Nein, ihr möchtet einmal die Melone, dann den Cookie und das hier. Bitteschön. So, du möchtest zwei Kekse, bitte sehr. Das geht ja auch fix. So, zwei müssen wir noch bedienen und wir haben 617 Punkte. Alles klar. Nochmal schon mal ein Fleisch drauf. Wir könnten es auch rein theoretisch im Inventar behalten, ne? Das müsste doch funktionieren. So, jetzt bekommst du erstmal deine zwei Melonen. Das hat auch funktioniert. Einer fehlt noch. Dann wahrscheinlich echt ein Kind, oder? Hier wird abgeräumt. Du bekommst dann die zwei Melonen. Bitteschön. Das passt aber jetzt noch, ne? Oder? Hat er schon ein Herz verloren? Egal, wir haben es geschafft, das ist gut. Und wir haben auch gleich schon den zweiten Stern. Supi. Es wollte jetzt noch niemand ein Steak, ne? Dabei habe ich das doch extra schon im Inventar. Was klickst du hier an? Das wollte ich gar nicht. So, sehr schön. Könnten wir... Ach nee, der ist ja noch nicht auslaufsicher. Ich wollte gerade sagen, dass wir einen auf Vorrat haben. Aber der ist ja noch nicht auslaufsicher, wie man sieht. Dann macht das nichts, dann kann er da gerne überlaufen. Ist jetzt gerade nicht so das Problem. So, ihr zwei, der Edward kommt hier zu euch und dann schnappen wir uns das. Und einmal das Eis, dann räumen wir eben schnell auf. Und da muss ich mal schauen, je nachdem, wie schnell er sich entscheidet. Na komm, jetzt mach schon. Mach schon. Mist, ich habe trotzdem zu lange gewartet. Aber wir haben es doch gleich, wir haben ja noch nicht geschlossen. So, du möchtest Zitronensaft und den Himbeerkeks. So, bitteschön. Haben wir auch eine Kombo? Kassierst du mal? Ich wollte eigentlich kassieren. Ja, sehr schön. So, was möchtest du? Melone kann ich erkennen und den Keks. Es tut mir wirklich leid. Ich glaube nicht, dass es hier ist. Trotzdem, danke, François. Du kümmerst dich um Paige. Was war das denn jetzt für eine Aussage? Du kümmerst dich um Paige. Oh. Was ist passiert? Sie hat plötzlich halluziniert, Patrick. Es war so gruselig. Wo warst du? Ich weiß, Schatz. Wie geht es ihr? Es geht ihr gut, Herr O'Malley. Sie schläft. Paige hatte diese blauen Punkte, genau wie Opa. Daher war ich auf der Suche nach... Du hast also dieses dämliche Tagebuch gesucht? Ehrlich gesagt? Du hast nach dieser Blumengeschichte gesucht? Ja, darin steht wahrscheinlich etwas über die Heilung. Im Tagebuch deines Großvaters stehen viele Dinge. Es wird ernst, Patrick. Die Ärzte sagen, Paige könnte ins Koma fallen, wenn sie nicht bald etwas finden. Verstehst du nicht? Genau darum suche ich das Tagebuch. Es reicht. Mein Vater hat eine blühende Fantasie. Er jagt ständig sein Märchen hinterher, dass wir ihn kaum sahen. Kümmere dich um deine Familie, Patrick. Werde nicht wie dein Großvater. Eieiei. Aber er will doch nur das Beste.
Er will doch nur das Beste für Paige. Ach Mann. So, schon die nächste Prüfung. Fange alle Mäuse. Schnell. Oh, ich bin gespannt. So, wir haben jetzt Karotten. Können wir uns jetzt was leisten? 400. Wie teuer ist denn... Ah, hier der Grill. Damit verbrennt das Fleisch nicht so oft. Ja, super. Wie viele Mäuse gibt es denn? Oh, schätzungsweise... Schätzungsweise 30? 25? Ich weiß es nicht. So, 1, 2. Das. Das bedeutet, ich kann wahrscheinlich nicht wieder ganz so viele quatschen, weil ich hier ein bisschen aufpassen muss. Damit ich auch nicht zu viele Mäuse verpasse. So, da oben, da noch ein. Du möchtest einmal die Karotten und die Melone, bitte sehr. Abkassieren. Edgar, du warst da noch gar nicht. Da ist noch eine, da ist noch eine. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Hier wird aufgeräumt. So, da wird abkassiert. Oh, Fleisch, da ist aber noch eine. Dann schnappen wir uns das, dann da noch, dann da oben noch. Das hier muss runter, das muss runter. Ich hoffe, ich habe alles richtig. So, Edward dahin, da ist noch eine, da ist noch eine. Okay, oh, wir haben jetzt auch Fisch, sehe ich gerade. Da ist noch eine. Oh, jetzt sind es ja nicht mehr viele. Machen wir noch eben das. Da ist noch eine. Da und da. Und dann müssen wir es haben, ne? Sehr schön. Sehr schön. So, das ist für euch. Dann hauen wir einmal den Fisch drauf. Schnappen uns schon mal die Käsechips und brauchen 925 Punkte. Okay. Okay, okay. So, bitteschön. Ja, ich weiß, ich kassiere sofort. Ich kassiere sofort. Kein Herz verlieren, bitte. So, zweimal Melone für dich. Bitteschön. Eine schöne Kombo mit dem Rentner zusammen. Wunderbar. Und schon 350 Punkte. Super. So, dann einmal das hier, einmal das hier. Ich überlege gerade. Ach du Scheiße. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich muss echt angeln gehen. Und dann angelt sie auch immer nur einen. Also fischt da einen raus. Ja, okay. Gut. Dann ist das wohl so. Wow. Ist aber dann auch ganz schön krass, ne? Da oben hinlaufen. Heftig. Aber gut. Werden wir wohl hinbekommen. So, dann ist das für dich, das für dich. Oh, ich habe Fleisch vergessen. Ich habe Fleisch vergessen. Nein, ich hoffe, das passt noch. Ja, ihr seid doch gemütliche Rentner. Ihr habt so viel Zeit. War Edward schon bei euch? Der macht jetzt ein bisschen Musik. So, du bekommst zwei davon. Dann können wir das wieder auffüllen. Ich könnte eigentlich... Ach nee, ein Fisch und Fleisch in Reserve ist eigentlich unsinnig, ne? Es ist ja noch gar nicht so viel los hier. So, du bekommst natürlich den Fisch und die Melone. So, Edward, du gehst schon mal dahin. Kannst du die Leute da ein bisschen happy machen? So, das ist für dich. Dann haben wir da eine Kombo. François hat aufgeräumt. Super. So, vier Fische. Davon bekommt ihr direkt mal einen. Und die Karotten. So, und ich glaube, jetzt gehen wir nochmal eben fix angeln. Ein, zweimal. Das geht ja zum Glück relativ schnell, ne? Auch wenn es weit weg ist. Aber gut. So, wo geht ihr hin? Da oben. Pass auf, dann schicken wir Edward dahin. Nehmen das Fleisch runter. Bitteschön. So, jetzt haue ich das beide schon mal drauf. Vielleicht. Hä? Warum hat das jetzt nicht... Ach doch, hat funktioniert. Das sah gerade im ersten Moment nur so komisch aus. Kann aber jetzt ruhig verbrennen. Das ist nicht so tragisch. Das Problem ist, dass ich damit natürlich den Fisch verschwende. Aber mein Gott, ne? Mein Gott, ist auch egal. Noch ist es ja relativ easy. So, das ist dann für euch. Haben wir es schon? Ja, wir haben es sogar schon. Ach, super. Das ist ja richtig gut. Pass auf, dann mache ich das jetzt auf Reserve. Jetzt wird ja nicht mehr so viel passieren, ne? Du bekommst auch direkt den Fisch und die Karotten dazu. Bitteschön, da ist auch schon geschlossen. So, eine Kombo. Was? Das war keine Kombo. Egal, machen wir jetzt. Möchtest du zufällig noch einen Fisch? Nein, möchtest du nicht. Bitte sehr. So, weiter geht's. Ich will wissen, wie es mit Paige weitergeht. Level 7. Bereite alle Produkte und Variationen zu. Okay. Können wir was kaufen? Nein, natürlich nicht. Wir haben ja gerade alles ausgegeben. Wie geht es ihr? Ich weiß. Ich verspreche anzurufen, wenn etwas passieren sollte. Emily, wie geht es Paige? Mama, ich mache mir wirklich Sorgen. Die Ärzte halten sie stabil. Haben sie immer noch keine Ahnung? Nein, vielleicht... Vielleicht sollte ich zurück... Bitte was? Was sollte sie zurück? Oh Gott, jetzt sitzt sie da ganz traurig rum, ne? So, du bekommst... Ja, genau, erstmal das falsch anklicken. Du bekommst den Fisch und das Sandwich. So, ich nehme das auch schon mal runter, dann haben wir es nämlich auch fertig. So, Edward, du gehst dahin, dann mache ich das mal ganz fix so.
einmal komplett alles mitnehmen, dann einfach wieder runter. Ist mir egal, wenn die das hier gleich wollen. So, dann einmal das hier, dann einmal den Cookie, dann einmal die Chips. Was habe ich jetzt noch nicht? Ich habe das noch nicht. Okay. So, jetzt fehlen mir... Oh, Karl. Jetzt fehlen mir beide Eissorten. Nehme ich auch mal eben mit drauf. So, dann nimmst du es runter, Emily. Dann ist das für dich. Dann kassieren wir. So, eine Sache fehlt noch. Was ist es? Ich weiß nicht, was das ist. Eine Sache... Oh, das war's. Okay, haben wir es schon erledigt. Ach, schön. 1125. Okay, okay. So, hier könnten wir mal eben kurz nachlegen. Da kann François aufräumen. Hier können wir abkassieren. Dann machen wir das so und so. Und holen einen Zitronensaft. Och man, Emily, wie traurig sie da ist, ne? Aber, also wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht, ich kenne die Story nicht, aber ich gehe davon aus, dass der Super-Papa Patrick bestimmt irgendwie, weiß ich nicht, ein Gegenmittel, eine tolle Heilung oder so findet. Und gleichzeitig noch ein Familiengeheimnis aufklärt, das seines Großvaters. So wird es bestimmt sein. So, Melone für dich und das für dich. Bitteschön. Edward, hierhin. Abkassieren, aufräumen und Fische fangen. Genau, habe ich total vergessen. So, vielleicht direkt noch einen. Dann zweimal davon und einmal davon. Und dann kommt da auch schon der nächste. Kann der einen Moment warten, bis die nette Frau sich entschieden hat? Ich weiß es nicht. Hau mal das hier kurz drauf. Und sie möchte was ganz anderes. Okay, dann verbrennt es halt. Bitte kein Herz verlieren. Nein. Er hat ein Herz verloren. Warum? Warum? Und wir haben einen Stern. Manu, ich möchte mehr Sterne. So, das ist für dich, das ist für dich. Aber das kriegen wir ja locker noch hin. So, dann behalte ich das jetzt einfach im Inventar, ne? Hier wird aufgeräumt. Hier wird abkassiert. Wir gehen da oben hin. Edward geht hier hin. Alle haben voll viel Spaß. Und Emily sitzt da ganz traurig rum. So, ihr bekommt das Eis und den Keks hier. Bitteschön. So, dann füllen wir das mal eben schnell wieder auf. Und du möchtest die Melone und den Cookie. Bitteschön. So, Stern Nummer 2. Supi. So, was mit dir? Mein Lieber, du bekommst 2 Sandwiches. Bitte sehr. Edward, du darfst ein bisschen Musik für die Kinder machen. Die freuen sich bestimmt. So, da wird abgeräumt. Dann wird hier direkt schon mal abkassiert. Ihr bekommt 2 Melonen. So, Edward, hierhin zu den Senioren. Ich habe gerade erst gesehen, dass er ja hinten schon so ein Stück Glatze hat, ne? Das sah witzig aus. Ist mir noch nie so aufgefallen. So, haben wir... Nein, haben wir noch nicht. Okay, aber sollten wir gleich hinbekommen. Ich glaube, Fische fangen müssen wir jetzt auch nicht mehr. So, kassieren wir hier, weil wir haben noch 4. Das wird schon passen. So, 3 Sterne. Juhu. Juhu, juhu. Wisst ihr, was ich mache? Jetzt mache ich nochmal den auf Lager. Sofern ich das jetzt nicht vergesse. Das hat noch gepasst. Sehr schön. Und wahrscheinlich brauche ich das gar nicht, ne? Weil er bestimmt nur 2 Cookies oder so möchte. Na? Na, entscheide dich. Was möchtest du? Du möchtest Cookie und Melone. Bitteschön. So, Level 7 auch geschafft. Wow, bis jetzt alles geschafft, ne? Oh, der Kakadu, wie süß. Was gibt's, mein Schatz? Paige, Hals tut weh. Das ist gar nicht gut, gar nicht gut. Ich brauche ein feuchtes Handtuch. Ach, das hab ich jetzt erst gecheckt. Alter, was? Soll sich der Doktor deinen Hals ansehen, Schätzchen? Ja, das verursacht möglicherweise die Halsschmerzen. Das Tagebuch, ich habe es gefunden. Alter, was? Und ich muss jetzt gerade nochmal überlegen, die Evelyn, ne? Hatte die nicht was mit dem John? War da nicht... Ach nee, da gab's ja Emily gar nicht. Nee, stimmt, Leute, ich verwechsel gerade was. Tischkunden wollen eine Speisekarte. Was? Wie, die wollen eine Speisekarte? Trio Schokolade. Was wollen die für eine Speisekarte? Ich habe keine Speisekarte. Wo ist denn die? Ach, die muss ich wahrscheinlich... Ah, die muss ich wahrscheinlich vorbeibringen oder so, ne? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Also, dass dann einfach wie immer das Ausrufezeichen da irgendwie aufflackert. Speisekarte. Wo ist die? Ah, hier! Hier ist sie, okay. Gut. Hat sich das erledigt. So, Edward, da kannst du aber direkt mal hingehen. Und wir fangen mal ein paar Fische. Ihr bekommt auch eine Speisekarte.
dann mache ich das aber wieder so, dass ich gleich Fleisch und Fisch auf Lager habe. Dass ich mich da nicht die ganze Zeit drum kümmern muss. So, ihr möchtet das hier. Achso, das sogar zweimal, okay. Das wird jetzt verbrennen da hinten oder schaffe ich es gleich noch? Ich weiß es nicht. So, ihr bekommt das jetzt erstmal, alles klar. Wir haben irgendwas freigeschaltet. Ich kann gerade nicht gucken, was es ist. Sandwich mit Schmelzkäse. Okay, das bekommst du, bitte sehr. So, dann können wir da eine schöne Kombo machen. François, du räumst auf. Und dann, was möchtest du? Du möchtest einmal ein Steak und die Chips, bitte sehr. Dann hauen wir direkt das nächste drauf, bringen euch die Speisekarte. Dann kommt das wieder runter, François räumt auf. So, dann füllen wir mal hier kurz auf. War der Edward schon hier? Ich weiß es gar nicht, ne? Aber wir machen es einfach mal, schicken ihn einfach mal hin. So, dann, oh Gott, das. Die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Ich hätte den Edward jetzt noch gerne oben hingeschickt, aber das kann ich ja jetzt noch machen. Was habe ich vergessen? Oh, ich habe das vergessen, das tut mir leid. War es jetzt nicht mal eine schöne Kombo, aber zum Glück sind die ja sehr geduldig. 1150, wir sollten aber ein bisschen Gas geben. 380 haben wir erst. So, das ist für euch. Fleisch habe ich auf Vorrat, super. Das ist für euch. Mist, hätte ich das vorher gesehen. So, dann hauen wir auf jeden Fall noch ein Steak drauf. Und haben dann, pass auf, schicken Edward dahin. Haben dann kurze Zeit, irgendwie zwei Fische oder so zu angeln. Oh, die warten schon. Oh, oh. Können die Senioren sich hier mal verziehen? Oh, sehr gut. François schnell aufräumen, damit die sich da auch schön hinsetzen können. Nicht, dass sie hier abhauen. Oh Gott. Oh Gott, die sind schon abgehauen. Krass. Krasse Sache. Okay, okay, ich hoffe, wir schaffen es trotzdem noch irgendwie. Edward, warst du schon hier? Ich weiß es gerade nicht. Was möchtest du, Mädel? Komm, jetzt mal ein bisschen schneller. Entscheide dich. Zwei Melone. So, sie kommt auch nur hier unten hin. Wir brauchen mehr Tischgäste. So, abkassieren. François, räum auf. Mann. 742. Das könnte... Na, ich weiß es nicht. Das könnte ein Problem sein. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall danach nochmal Fleisch drauf. Edward, dahin. Der hat dann auch so einen super weiten Weg, ne? So, Fleisch nehmen wir mit. Und, was möchtet ihr? Zufällig Getränk? Erstmal möchtet ihr die Speisekarte. Das können wir aber jetzt in Kombination mitnehmen. Evelyn, ich habe da hingeklickt. Ach, das geht wieder nicht, weil Edward im Weg war, ne? Hat aber gezählt als zwei in Folge. Super. So, ihr möchtet zweimal davon und einmal das hier. Edward, ich möchte dich gerne dahin schicken. So, dann ist das für euch. Und dann bekommst du das hier. Boah, wird das knapp, Leute? Jetzt sagt... Oh, Mist, hätte ich mal kurz gewartet. Ah, Mann. Wird das knapp? Sagt mal, wird das knapp? 777. Ich weiß ja nicht. Edward, geh schon mal bitte hier hin. So, was möchtet ihr? Zwei davon, ein davon. Zack. Hier wird abgeräumt. Ich hoffe, sie kann kurz einen Moment warten. Wir haben fünf Fische. Bedeutet, wir müssen nichts auffüllen. Wir brauchen das Eis. Oh, hätte ich jetzt mal ein bisschen schneller reagiert, ne? Lachs freigeschaltet. Okay. So, und du möchtest einmal das Sandwich und das hier, bitteschön. Ja, dann packen wir es doch. Dann ist doch alles gut. So, mein Lieber, du bist der Letzte hier. Was möchtest du? Vielleicht einen Fisch? Dann haue ich den nochmal drauf. Genau, den möchtest du auch. So, ein Fisch für dich, bitte sehr. So, Prüfung auch geschafft. Wow, bis jetzt lief alles gut, ne? Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt für diese Folge. Mann, ich bin echt gespannt, was das mit Paige noch so alles gibt, ne? Haben wir irgendwas für 5? Nein, wir haben... Doch, wir haben was für 5, aber wir haben auch 4 und 1. Oder wollen wir direkt sparen für die großen Sachen? Hm, was kaufen wir? Ne, pass auf, wir kaufen das hier. Das möchte ich ganz gerne, was auch immer das ist. Ein Xylophon. Pling, plong, pling. Ich mache schöne Musik. Okay, und dann kaufen wir nochmal das hier. Das ist ein Ball, ne? Ein Springball. Ich hüpf, hüpf, danke. Ach, toll. Gut, Leute, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.